So Leute, willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker, zum allerletzten Part von Captain Toad Treasure Tracker. In diesem Part machen wir das allerletzte Level, zeitloser Mumienschanz, und schon mal vorweg, dieser Part bzw. dieser Teil dieses Videos ist nachkommentiert. Das liegt daran, dass das das letzte und schwerste Level im gesamten Spiel ist, und von dem her musste ich das einige Male versuchen, das Level, bis ich es geschafft habe, und hatte nicht jedes Mal Lust, da live zu kommentieren, weil irgendwann habe ich einfach angefangen, mich zu wiederholen mit dem Commentary, und darauf hatte ich keinen Bock. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, okay, ich nehme das ohne Commentary auf und kommentiere das Ganze dann im Nachhinein einfach nach. So ist es, denke ich, besser für euch, besser für mich, und ja, so haben alle was davon. Dieses Level, muss ich schon mal sagen, von Anfang an bin ich völlig falsch angegangen, denn ich dachte so, ey, es beinhaltet auch einen kleinen Spoiler, was ich jetzt sagen will. Also wer das Level noch nicht kennt und es so erleben will, wie ich es getan habe, der sollte jetzt am besten weghören. Ich dachte nämlich, die Zusatzaufgabe ist, das hat man ja am Anfang gesehen, dass man 5000 Münzen einsammeln muss. Und ich dachte so, das ist eine... Ich wusste, dass die Aufgabe nicht wirklich schwierig ist, da ich ja schon mal in einem Versuch bis zum 43. Ebene gekommen bin und da auch schon weit über 5000 Münzen hatte. Aber ich dachte trotzdem, dass man einige Münzen auf dem Weg bis zur 50. Ebene, ich wusste auch schon, das wurde mir gespoilert, dass es 50 Ebenen gibt, dass man bis dahin doch einige Münzen einsammeln müsste. Dem ist aber gar nicht so. Natürlich, man muss ein paar Münzen einsammeln, aber auf der 50. Ebene bekommt man wirklich so, so viele Münzen, dass es völlig schwachsinnig ist, was ich hier mache. Denn meine Taktik war es so, bis zur 10. Ebene so gut wie alle Münzen mitzunehmen. Denn die ersten 10 Ebenen sind wirklich geschenkt. Die sind mega einfach, da sollte jeder durchkommen. Und erst ab der 10. Ebene wird so ein bisschen knifflig, erst richtig schwierig wird es ab der 35. Ebene. Denn die 35. Ebene, also ab dann, das ist wirklich, wirklich knifflig, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so megamäßig schwierig, wie ich es mir gedacht habe, weil wir haben Nachrichten erreicht wie, oh, es ist sogar schwieriger als Super Mario 3D World, das letzte Level, finde ich persönlich nicht. Ich fand die Zusatzaufgabe wirklich schwierig. Ich habe auch wirklich einige Versuche gebraucht. Also ich saß schon meine 3-4 Stunden dran. Keine Frage. Aber ich habe wirklich mit mehr gerechnet. Also es ist machbar. Es ist machbar, vor allem mit dem Wissen, das ich jetzt habe, dass man gar nicht mal so viele Münzen einsammeln muss, ist es wirklich sehr gut machbar, würde ich sagen. Aber trotzdem, es ist eine schöne Herausforderung, der ich mich gestellt habe und die ich auch, finde ich, ganz gut gemeistert habe. Ich finde, solche Level, muss ich auch sagen, echt richtig cool, denn Captain Toad Treasure Tracker war auch mit den Zusatzherausforderungen nicht wirklich schwierig als Spiel, und deswegen finde ich es gut, dass immerhin ein Level kommt, bei dem man sich auch wirklich Mühe geben muss, bei dem man sich konzentrieren muss und bei dem nicht alles, aber sehr viel von einem abverlangt wird. So, alle 5 Ebenen war es dann so, dass so ein Level kam mit Kamek und einem Chuck, beziehungsweise ab dem, also hier beim 5. Level waren es ein Chuck, später kommen dann 2 Chucks, 3 Chucks und ich glaube am Ende sind es 4, wenn nicht sogar 5. Aber der Chuck war wirklich nicht so das große Problem. Also jetzt hier in der 5. Ebene ist der Chuck wirklich kein Problem. Man muss aufpassen, wenn er den Helm abgeschossen bekommen hat, dann wurde er schneller. Das ist mir erst später aufgefallen, deswegen habe ich mich auch treffen lassen. Aber sonst ist es wirklich kein Problem. Den kann man locker ausweichen, er rennt ja nur in eine Richtung und braucht ewig, um die Richtung zu wechseln. Und da kann man auch ruhig sich die Zeit nehmen und alle Münzen mitnehmen. Diese Mumie, die einen verfolgt, ist jetzt auch nicht so das Problem. Erst ab der 35. Ebene wird diese Mumie wirklich zur Gefahr. Ihr werdet schon sehen, wieso das so ist. Aber jetzt am Anfang, solange man nicht stehen bleibt, ist es absolut kein Problem. An dieser Stelle hatte ich irgendwie Glück, dass da auf einmal ein Pilz war. Aber der Pilz war wirklich nicht nötig, denn alle 10
Also am Anfang, alle 10 Ebenen, bekommt man auch so einen kleinen Erholungsraum, in dem man erstmal einen Pilz bekommt und auch ein paar Münzen und bli und bla und blub. Und ja, der Pilz war jetzt nicht wirklich nötig, aber ich habe ihn gern mitgenommen, denn man ist immer lieber groß als klein. Ja, keine Ahnung, es kann ja immer mal ein kleiner Flüchtigkeitsfehler passieren, dass man sich von diesen Deku-Dingern da treffen lässt und dann ist der Run auch schon vorbei. Aber sollte eigentlich nicht passieren. Also wenn man sich konzentriert, sind die ersten 10 Ebenen, wie gesagt, wirklich ein Kinderspiel, kann man schon sagen. Und ab der 35. Ebene muss man, finde ich, auch ein bisschen Glück haben. Ich habe es eigentlich bei jedem Lauf, den ich gemacht habe, locker bis zur 35. Ebene geschafft. Bin wirklich nur sehr selten da am Anfang gestorben. Und ja, dann ab der 35. Ebene muss man teilweise auch ein bisschen Glück haben, was da für Räume kommen. Aber wie gesagt, mein Ziel war es, bis zur 10. Ebene jede Münze einzusammeln und dann mehr oder weniger durchrushen zu können, damit ich nicht mehr so viele Münzen einsammeln muss, sondern nur noch die Ebenen überstehen muss. Und das ist mir auch in diesem Run gelungen, aber wie gesagt, ist nicht nötig. Ich sammle hier eigentlich mehr oder weniger völlig umsonst diese paar Münzen ein, da man auf der 50. Ebene wirklich sehr, sehr, sehr viele Münzen bekommt. So, das Level sehr, sehr lange ist, wie ihr vielleicht auch an der Partlänge feststellen könnt, nutze ich dieses Level auch, um meine Schlussworte, mein Fazit zum Spiel abzugeben, damit wir müssen jetzt nicht unbedingt nochmal die Credits sehen, wir haben sie ja mehr oder weniger gesehen, jetzt nicht vollständig, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich werde jetzt, wie gesagt, dieses Level auch nutzen, um ein Fazit zum Spiel abzugeben. Ich werde immer wieder mal ein bisschen was zum Gameplay sagen, was ihr hier gerade seht, aber die ersten 10 Ebenen habe ich jetzt einfach auch genutzt, um Informationen loszuwerden. So, wie fand ich denn das Spiel? Das sollte ich vielleicht mal in einem Fazit sagen. Und zwar, ich fand das Spiel echt richtig, richtig, richtig gut, muss ich sagen. Es ist ein kurzes, muss man sagen, Spiel. Also ich habe jetzt mit den Zusatzaufgaben keine 30 Parts gebraucht, aber es ist ja auch kein Vollpreisspiel. Ich glaube, in Deutschland kostet es 40 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch wirklich diese 40 Euro wert ist, weil es ist zwar kein Vollpreisspiel, aber 40 Euro sind schon ganz viel. Aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich doch sagen, dass es die 40 Euro wert ist. Denn es ist, finde ich, doch recht innovativ. Also ist mal was Neues so in diesem ganzen Nintendo-Universum. Klar, in vielen Zelda-Spielen gab es auch mal Rätsel, die man machen musste. Und in Super Mario 3D World gab es ja das als Minispiel. Aber ich fand das Spiel echt erfrischend. Mir hat es Spaß gemacht. Ich muss zugeben, es ist, finde ich, nichts, was man mehrmals durchspielen kann. Ich habe jetzt nicht das Verlangen, das Spiel nochmal durchzuspielen, denn die Rätsel kenne ich ja schon, die Zusatzaufgaben kenne ich auch schon und von dem her gibt es für mich dann nichts Neues. Also es ist ein schönes Spiel, um es einmal durchzuspielen und dann ist auch gut. Ihr seht, ab dem 10. Level kommt noch eine Mumie dazu und es kommen Goombas hinzu und die Goombas habe ich echt nicht gern gehabt. Deswegen bin ich da auch mehr oder weniger durchgerusht. Wenn da irgendwo um die Ecke mal ein paar Münzen waren, die ich leicht hätte holen können, habe ich sie auch geholt. Aber sonst bin ich da echt durchgerusht. Aber zurück zum Fazit. Wie gesagt, ich finde das Spiel echt lohnt sich für diese 40 Euro. Obwohl, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber wir haben die ganzen Level Spaß gemacht, sogar die recycelten Level fand ich ganz gut, also dort, wo dann auf einmal der Expeditionstrupp dazu kam, waren zum Glück halt nicht viele recycelte Level, sondern von jeder Sorte, also Expeditionstrupp 4, Mumienschanz 4 und was gab es noch? Irgendwas gab es auch noch. Ah genau, die Super Mario 3D World Level waren es auch irgendwie 3-4 Stück. Das fand ich ganz cool, war knackig, also kurz und knackig und so war das gesamte Spiel eigentlich auch. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein paar mehr Level gewünscht, denn ich weiß nicht, das Spiel macht halt einfach Spaß. Es macht halt nicht Spaß, es nochmal zu spielen, aber die Rätsel sind schön innovativ. Also man hat sich auch, finde ich, richtig Mühe gegeben, das hat man auch gesehen. Ab und zu wurden natürlich ein paar Sachen recycelt.
Ist natürlich auch schwierig, dass man in jedes Level alles völlig neu erfindet. Das hat das Spiel halt auch nicht geschafft. Aber ich finde, es hat schon geschafft, dass man in jedem Level Abwechslung hatte, in jedem Level mehr oder weniger was Neues hatte. Und man auch nicht das Gefühl hat, oh, das habe ich jetzt zum 500.000. Mal gesehen. Von dem her, ja, ist es echt ein cooles Spiel. Alles in allem. Die Grafik ist wirklich schön anzusehen. Ich weiß es nicht, ob wirklich so viel Neues da reingepackt wurde oder ob da einfach mal viel Zeug aus Super Mario 3D World recycelt wurde. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich finde, die Grafik passt, die Musik. Die Musik ist mir ehrlich gesagt, also die war gut passend, aber sie ist mir jetzt nicht wirklich so im Gedächtnis geblieben. Also es gibt jetzt nicht wirklich irgendwie ein Stück oder so, wo ich sagen würde, ey, das ist besonders gut rausgestochen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ich da auch einfach zu wenig drauf geachtet habe. Aber, ja, dann habe ich halt zu wenig drauf geachtet. Und ich habe auch mal ganz doof von den Chucks treffen lassen. Aber nun gut, es sind mir einige dumme Fehler hier in diesem Run auch passiert. Also dieser Run ist bei weitem nicht perfekt. Aber das muss er auch nicht sein. Schließlich, ja, reicht es, wenn ich das Level geschafft habe. Ja, bei diesen Buchu-Leveln ist es, beziehungsweise Ebenen ist es so, dass man, wenn die einem verfolgen, sollte man am besten immer auf eine Seite ausweichen. Also immer nach rechts gehen und alle Buchus nach rechts locken, damit, wenn man irgendwo in eine Sackgasse gerät, dass man dann halt links vorbei kann an den Buchus. Versteht ihr, wie ich meine? Ich glaube, es sollte verständlich sein. Und ich glaube, irgendwo in diesem Run sieht man dann auch noch, was ich so damit meine. Aber allgemein muss man halt hier auch nicht wirklich viel drauf achten, wo die Buchus sind, denn die sind wirklich nicht so die härtesten Gegner. Da fand ich ehrlich gesagt die Goombas ein bisschen schwieriger. Aber gut, jedem das seine. Ich kann mit den Buchus ganz gut klar, denke ich mir. Obwohl, habe ich mich vorhin mit... Ne, habe ich von den Chucks treffen lassen, stimmt. Und da waren auch schon die Buchu-Level vorbei. Hier hat man halt wieder so einen Erholungsraum auf Stufe 20. Ja, und... Das war auch ganz gut so, denn man hat einen Pilz bekommen. Ich weiß gar nicht, ich weiß echt nicht, was ich großartig noch reden soll, weil im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Und es kommen noch 30 Ebenen, die vor uns liegen. Das, ja, wir werden mal schauen, was daraus so wird. Hier war dann so eine Spitzhacke, die habe ich wirklich sehr gerne entgegengenommen, denn da konnte man einfach durch ein Level und fast sogar durch das zweite durchrushen, denn man kann die Spitzhacke halt mitnehmen für das nächste Level, denn ich habe es wirklich sehr gut gefunden, dass ich da die Spitzhacke bekommen habe, denn diese Level mit diesen feuerspuckenden Pflanzen, die waren echt meine schlimmsten Level, also die hatte ich echt überhaupt nicht gerne. Da habe ich mich auch oft treffen lassen, muss ich zugeben. Und bin auch ab und zu gestorben. Die Level haben mir gar nicht gefallen. Deswegen habe ich die Spitzhacke wirklich sehr gerne entgegengenommen. Diese Level, beziehungsweise diese Ebenen sind, glaube ich, wirklich alle zufallsgeneriert. Und es ist auch zufallsgeneriert, wo die Pilze auftauchen und wo die Spitzhacken auftauchen. Und da hat mich auch wieder so ein bisschen gewundert, dass schon wieder ein Pilz da war. Aber ich habe den gar nicht gebraucht, denn ich war ein Profi. Ich habe das echt ganz gut gemacht, bis auf diese eine Stelle. Aber da habe ich glücklicherweise schon den Pilz gesehen, der einfach wieder da war. Ich habe erstmal so einen Sicherheitsbogen gemacht, damit ich genug Zeit habe, die Gegner hier, also in diesem Fall diese feuerspuckenden Piranha-Pflanzen, anzutippen, zu stunnen mit dem Touchpad. Also man kann die berühren auf dem Touchscreen und dann werden die halt gestunnt. Also, ja, damit ich genug Zeit dafür habe, habe ich so einen Sicherheitsbogen gemacht, sage ich einfach mal. Und ja, hat auch ganz gut geklappt. Jetzt wieder mal so ein Level mit den Chucks. Ich glaube, diesmal sind es 3 Chucks, die auf uns lauern. Und ja, sind jetzt nicht so die Herausforderung. Vor allem, wir verstehen in diesem Level nicht, was Kamek da zu suchen hat. Weil Kamek, da steckt gar keine Herausforderung da. Kamek hat mich wirklich kein einziges Mal getroffen. Ich glaube, die einzige Herausforderung, die Kamek darstellen soll, ist, dass er den Chucks die Helme vom Kopf bläst und die Chucks somit schneller werden. Weil sonst hat Kamek wirklich keine Gefahr dargestellt. Und diese Ebene da mit den Shy Guys, die war, fand ich auch nicht wirklich schwierig. Ich glaube, bei den Shy Guys bin ich wirklich kein einziges Mal gestorben. Weil die fand ich recht einfach. Die konnte man gut antippen. Und ich fand es mega mäßig süß, wie Toad einfach geschrien hat, wenn die ihn verfolgt haben. Hört einfach mal zu.
Okay, jetzt hört man es nicht. Okay. Ja, ich bin das. Oh, und da war nochmal eine Spitzhacke. Ey, da hatte er ein bisschen Glück. Aber wie gesagt, diese Shy Guy Level, die sind mitunter die einfachsten, finde ich, weil die kann man echt gut antippen. Und die sind mitunter auch einfach die süßesten, weil Toadie Boy, der weint dann so und sagt: Nein! Seht ihr, er heuchelt so ein bisschen. Ich will immer wieder still sein, damit ihr es hört, aber dann verpasse ich es dann doch. Also von dem her, ihr könnt es euch einfach vorstellen, wie er so ein bisschen weint und Angst hat, der arme kleine Toadie Boy. Und das fand ich einfach süß. Deswegen haben mir die Level gefallen und auch, weil sie ziemlich einfach waren. Hier auf der 30. Ebene gab es keinen Erholungsraum, sondern so einen Chuck-Raum. Ja, soll halt ein bisschen kniffliger werden. Ab diesem Zeitpunkt. Die Bullet Bill Level sind auch relativ einfach, muss man sagen. Also da hat man relativ viel Zeit, den auch auszuweichen, den Bullet Bills, und auch zu schauen, wo die Wege sind. Und die Bullet Bills sprengen auch ab und zu mal neue Wege frei. Das ist ganz praktisch, muss man sagen. Und man muss halt einfach immer schön, das gilt für jedes Level, einen Überblick bewahren. Über das ganze Level, über die Ebene, damit man nicht irgendwo zufällig in einen Goomba reinläuft oder zufällig irgendwo in Bullet Bill. Und wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, ist das wirklich echt kein allzu großes Problem. Manchmal hat man halt auch Glück mit den Ebenen, wie hier zum Beispiel. Da muss man sich gar nicht den Weg bis zur nächsten Ebene großartig suchen, sondern man findet ihn direkt. Und manchmal läuft man halt in eine Sackgasse. Da gilt es dann einfach, Ruhe zu bewahren. Am besten immer auf eine Seite zu gehen, damit die Mumien da einen nicht treffen, wenn man versucht, eine Wendung zu machen, also sich zu wenden. Und ja, ist jetzt nicht großartig schwierig. Ich glaube, ich gebe die Tipps völlig umsonst. Man sieht ja, wie ich spiele. Man sieht ja, was ich da mache. Und man sieht ja, wie man es dann halt mehr oder weniger richtig machen soll. Hier hatte ich Angst, dass ich das mit dem Bullet-Bild falsch timen würde. Deswegen habe ich nochmal einen Bogen gemacht. Etwas einen größeren Bogen, damit ich das dann halt ein bisschen besser timen kann. Aber jetzt habe ich mir... Jetzt hatte ich nochmal Angst. Okay, Vollidiot. Okay, ich wollte hier durch. Weil ich dachte, dass hier der richtige Weg ist. Und tatsächlich, hier war auch der richtige Weg, wie ich hier gerade gesehen habe. Und dafür war jetzt im 35. Raum der letzte Erholungsraum, den wir hier sehen. Und jetzt habe ich hier einen ganz billigen Trick angewandt. Denn ihr seht ja, hier ist eine Spitzhacke in der Mitte. Und normalerweise denkt man sich ja, man muss die Spitzhacke dazu benutzen, um die ganzen Münzen hier rauszurupfen, damit das schneller geht. Aber ich habe die Spitzhacke einfach aufgehoben, habe die Münzen von Hand alle rausgerupft. Das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber dann kann ich später die Spitzhacke dazu benutzen, um einfach durch die nächste Ebene durchzurushen. Und wie gesagt, ab der 35. Ebene finde ich auch, dass die Ebenen wirklich etwas kniffliger werden. Und deswegen habe ich mehr oder weniger so die Spitzhacke dazu verwendet, um mir die Ebene ein bisschen einfach zu machen. Zumindest die 36. Ebene, damit die mir so ein bisschen einfach ist. Und kann ich auch als Tipp nur weitergeben, ihr müsst gar nicht die ganzen Münzen da rausrupfen, wie ich das getan habe, sondern nehmt doch einfach die Spitzhacke und rush durch die 36. Ebene durch. Denn hier sind wieder diese Deku-Dinger da. Das Problem diesmal ist, dass die halt zu zweit dastehen. Und hier habe ich es gar nicht mal so gut hingekriegt, das abzutimen, weil ich weiß nicht, ich war irgendwie einfach schlecht darin. Und hier hatte ich glücklicherweise nochmal eine Spitzhacke. Ich konnte an dieser Stelle mein Glück kaum fassen und ich muss auch sagen, ich hatte in diesem Run echt gut Glück. Werdet ihr auch später im Run sehen. Denn das war die letzte Ebene hier mit diesen Deku-Dingern. Und somit auch jetzt kein allzu großes Problem, aber da habe ich noch ganz dumm treffen lassen und ich habe mich megamäßig geärgert. Denn jetzt kam ein Raum mit den Chucks und jetzt sind schon vier. Wie viel sind da? Ja, doch vier Chucks und die sind gar nicht mal so. Ne, sind sogar fünf Chucks bereits. Und da muss man echt so ein bisschen aufpassen. Im Großen und Ganzen ist es jetzt auch kein allzu großes Problem, aber man darf die echt nicht unterschätzen. Und da hatte ich echt megamäßig Glück, dass da noch ein Pilz war. Denn, ja, wie gesagt, die tauchen einfach völlig zufällig auf und da muss man echt von Glück reden, wenn da einfach mal so ein Pilz auftaucht auf der 40. Ebene. Ab hier wurde es dann, ja, fand ich nicht wirklich schwieriger, da
Goombas, also ich fand die Goombas schwierig, aber ich fand die Bullet Bills nicht wirklich schwierig. Also die Bullet Bills konnte ich ganz gut berechnen, wo die einschlagen werden, aber mit den Goombas hatte ich immer so ein bisschen Probleme, die zu stunnen, weil ich die nicht gut getroffen habe. Aber im Großen und Ganzen waren diese Ebenen auch nicht wirklich so das Problem. Da finde ich Ebene 46 bis, was war's, bis 50 doch ein bisschen schwieriger. Aber gut, vielleicht sollte ich noch sagen, dass nach diesem Level, ich wollte das eigentlich als separater Part machen, weil danach kommen noch mehr oder weniger drei Level. Hier habe ich zu lange gewartet und mich von der Mumie treffen lassen. Ja, das war auch ein bisschen blöd, aber gut, sei es drum. Also nach diesem Level kommen dann nochmal drei mehr oder weniger Level, aber das sind halt so mehr oder weniger Bonus-Level, die man wirklich nicht machen muss. Und ich hatte nochmal Glück, doppeltes Glück, dass eine Spitzhacke und ein Pilz da war. Also ey, und dann nochmal eine Spitzhacke. Da hatte ich nochmal eine Spitzhacke. Leute, was ist denn los? Was, also, ja, man muss echt sagen, ich hatte in diesem Run Glück gehabt, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt, wäre das auch machbar gewesen ohne die Spitzhacken und ohne die Pilze, da hätte ich mich halt einfach ein bisschen mehr zusammenreißen müssen. Und ja, wie gesagt, nach diesem Level kommen nochmal drei Bonus-Level, die werde ich euch nochmal zeigen und nicht in einem separaten Part, weil ich finde, das bringt es nicht wirklich. Das wird dann der letzte Part von Captain Toad Treasure Tracker sein und hier, das meint er hier mit ab der 35. Ebene wird schwierig, weil die vierte Mumie da, die ist echt ein bisschen unberechenbar, weil man nicht wirklich weiß, wie man gelaufen ist da, und dann muss man halt so ein bisschen abschätzen, ja, wie bin ich denn da gelaufen, und wir haben halt treffen lassen, leider, und das war dann eigentlich auch schon die letzte Ebene hier mit den Buhus und, hä, waren hier nur Buhus? Oh, wie lächerlich. Ah, nee. Hier noch mit den feuerspuckenden Piranha-Pflanzen. Und ich hatte halt ein bisschen Panik, denn an dieser Stelle hatte ich absolut keinen Bock, dass ich sterbe. Aber dort habe ich schon das Ziel gesehen und ich wusste, ich hab's geschafft. Ich habe das Level abgeschlossen. Und da wird mir nochmal gedankt. Und hier seht ihr, dass man nochmal jede Menge Goldpilze bekommt. Und man sich deswegen gar nicht mal so eine großartige Mühe hätte machen müssen. Mit den ganzen Münzen, die man vorher hätte einsammeln müssen. Ich weiß gar nicht, wie viel man vorher hätte einsammeln müssen. Vielleicht 2000 Münzen oder so. Ich glaube, das hätte schon gereicht. Oder vielleicht 2500. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt es ja nachrechnen, wenn ihr wollt. Aber man musste echt nicht so viel einsammeln in den ersten 49 Level. Weil man hier so verdammt viele Goldpilze bekommt. Und ja, da ist dann auch die wohlverdiente Krone. Ich weiß gar nicht, was ich großartig so viel dazu sagen soll. Das war der letzte Part von Captain Toad Treasure Tracker. Wie gesagt, es kommen noch diese drei Bonus-Level, die ich dann live mehr oder weniger aufgenommen habe. Viel Spaß noch damit. Ich wollte nochmal hier schauen, ob hier ein Poster ist. Da habe ich es gesehen und habe es einfach mitgenommen, weil, keine Ahnung, ich wollte die Poster einfach mitnehmen. Los, gebt ihr mir irgendwas? Vielleicht als Belohnung. Nee. Okay, ein Küsschen vielleicht aufs Nüsschen. Nein. Dann bekommen wir halt einfach die Krone. Und wir sind einfach froh, dass wir es geschafft haben. Yay! So, jetzt wünsche ich euch nochmal viel Spaß mit den letzten drei Leveln. Wir haben Captain Toad Treasure Tracker zu 100% abgeschlossen. Glückwunsch! Ich habe alles erreicht. Du kannst nun jederzeit die Münzenparadies-Level in der Bonus-Episode spielen. Yo, das war's dann mit mir und viel Spaß mit den Bonus- Dingern da. Ja. Und jetzt machen wir natürlich auch noch weiter mit den restlichen Leveln, die da diese Münzenparadies-Level sind. Nämlich zum einen der Münzenwahn. Da gehen wir mal rein. Ist halt dieses Minispiel, das wir bereits kennen, da aus Münzenwahn. Und wir haben eine süße kleine Krone auf. Schaut ihn euch an, unseren Toadyboy mit der kleinen süßen Krone. Ah, das sieht echt schnucklig aus. So, wir können uns natürlich entscheiden, was wir haben wollen. Da Kirschdinger oder gehen wir erstmal hier zu dem Ding da mit dem, mit der Spitzhacke. So, schnell. Und schnappen wir uns das Ding. Oh, schade. Ich wollte eigentlich. Komm schon, wenn du hier bist, dann aktiviere ich dich. Nein, Powerblock. Ich wollte dich aktivieren. Okay, das war nicht ganz so gut. Muss ich zugeben. Aber was soll's. Egal. Hier haben wir das Münzenwahnspiel schon mal gesehen. Jetzt schauen wir uns nochmal Münzenrausch an. Das ist halt auch so eine. Minispiel, so zwei verschiedene Minispiele, entweder wir mit der Spitzhacke oder mit den Kirschen, diesmal nehmen wir die Doppelkirschen. Oh, das ist das mit der Rutsche, ich glaube, das habe ich sogar, oh, Moment, hier, nein, nimm hier genau die Spitzhacke,
Das habe ich sogar beim ersten Mal echt richtig, richtig schlecht gemacht, weil ich nicht gewusst habe, dass man hier das Ganze mit der Spitzhacke machen muss. Und diesmal war es auch nicht wirklich besser. Also, ja, das ist wirklich ausbaufähig, was ich hier mache. Mal schauen, ob es beim Münzenfest etwas besser läuft. Da bin ich mal gespannt, aber erwartet nicht allzu viel. So, okay, bekomme ich nochmal einen Pilz. Dankeschön. Erstmal 10 Münzen und dann versuchen wir nochmal das Spitzhacken-Gedusel. So, ja, dann müssen wir erstmal den Weg nach unten finden. Mesdames et Messieurs, und das gelingt gerade nicht so sonderlich gut. Nee. Das war definitiv nicht mein Spiel. Na gut, wie dem auch sei, das Projekt ist an dieser Stelle beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Feedback gerne in den Kommentaren gesehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin, meine lieben Damen und Herren, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.